Es ist wieder soweit. Das Bürgerschützenfest der Stadt Rodenberg steht vor der Tür. Wir sind im Vorfeld für euch unterwegs und haben einige dieser Momente festgehalten. Ich bin auch von der Auewelle hier unterwegs mit den Dragons. Dragons sind alles Bürgerschützen der Stadt Rodenberg und bereiten sich auch immer intensiv auf das Fest vor. Heute ist das traditionelle Fahne hochziehen bei euch. Und ihr wart schon in der, ja, in Bad Nenndorf, habe ich gehört. Und jetzt hier bei dir. Und wie läuft das Ganze ab hier? Also traditionell ist es seit 5 Jahren so. Heute ist also 5-Jähriges bei uns. Und wir sind ja 21 Bürgerschützen, die sich aber innerhalb des Jahres halt 3-4 Mal treffen und einfach nur so ein bisschen locker dabei sind und das Horridor halt mal erklingen lassen. Ne? Das freut uns halt. Und da haben wir gesagt, vor 5 Jahren, also Otto sagte dann, Mensch komm, wir hissen bei uns die Fahne. Da haben wir angefangen, seit 3 Jahren mache ich das jetzt. Und da fahren wir suchen uns immer so 4-5 Leute aus, die sich dann immer sehr gerne bereit erklären, sich bei sich die Fahne hochzuziehen. Dann trinken wir da 1-2 Bierchen und dann fahren wir zum nächsten. So läuft das bei uns ab. Und ihr fahrt auch immer mit dem Trecker und richtet ihn auch dementsprechend her, wie man es hier sieht, oder? Wir haben hier unser Schild, was wir halt immer aufhängen. Dann haben wir unsere Bierchen da oben stehen, so wie es ist. Dann fahren wir halt auch durch die Neubaugebiete. Wir wollen den Leuten ja auch zeigen, Mensch, da passiert was. Wir machen das ja nicht für uns nur, sondern wir wollen ja auch den Rodenbergern zeigen, hier guck mal, da geht was ab, das Bürgerfest steht vor der Tür. Und wir wollen ja auch Leute wieder finden. Wir wollen sie ja ranholen an uns. Ne? Und das kann man quasi ein bisschen animieren. Ja, animieren. Wir wollen denen auch zeigen, Mensch, guck mal, da wird nicht nur getrunken, obwohl wir ja was trinken, aber Spaß, Geselligkeit. Ne? Das ist für die Stadt Rodenberg was für mich. Damit läuten wir unser Bürgerfest. Mach doch mal ein paar schöne Bilder für. Oh, da hängt auch ein falscher Ball. Ja, die Fahne kannst du ja nicht hitten. Die Fahne kannst du ja nicht hitten ohne Getränke. Probieren wir die Dragons Fahne. Oh. Ja, super. Ja, in Deutschland halt mal Rodenberg ganz hoch. Ja, wir haben jetzt eine weitere Fahne hier aufgezogen bei Hubertus. Und ich habe gehört, dein Fahrmeister hat ja auch eine Geschichte. Und du hast Glück, dass du keinen Betonkübel in dein Rosenbeet hier hast. Ja, genau so ist es. Als wir das erste Mal, oder als wir die Tradition anfing, dass wir die verschiedenen Mitglieder von den Dragons abfahren, um die Fahne zu hissen, hatte ich noch gar keine Fahne. Ja, und dann hörte ich nur munkeln, der Meier hat nächstes Jahr eine, wenn der jetzt nächste Woche in Urlaub fährt, dann graben wir dem Fundament im Garten. Da habe ich gedacht, oh, jetzt musst du ja vorgreifen und dann habe ich dann über Nacht mir hier selber einen Fahnenmasten gebastelt, sodass ich mir den Beton sparen konnte im Vorgarten. Weil was die Jungs sich ausdenken, da machen sie ernst. Ja. Also war das so eine Nacht- und Nebelaktion? Ja, ich habe gehört, bevor du im Urlaub gefahren bist. Genau, vor dem Urlaub hing der. Und die Fahne weht ja auch schön bei dir, ne? Das passt. Ja, hier oben, ich bin ja hier kurz unter dem Sportplatz von Algesdorf zu Hause. Hier weht immer der Wind und bestes Fahnenwetter hier.
Besser kann ich gar nicht sagen. Ja, vorwarten. Jetzt ist ja unser Marco hier dran mit dem Fahne Hessen. Ich glaube, er soll ein bisschen aufgeregt sein, habe ich gehört. Ist das so? Ich bin immer nervös, wenn es ums Fahne aufhängen geht, weil das machen wir ja jedes Jahr, aber es ist jedes Jahr immer wieder spannend und immer wieder neu. Aber es macht ja nicht immer jedes Jahr der gleiche? Nein, es macht nicht jedes Jahr der gleiche, aber ich bin das dritte Mal dran. In Folge? Nein, nicht in Folge. Ich musste einmal aussetzen, weil ich nicht teilhaben konnte. Gut, dann werden wir jetzt ganz genau beobachten, ob du es auch gut machst. Und ja, ich gehe mal nach hinten. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Falschrum! Anderes Falschrum! Für den Wind kann ich nichts. 20 cm kannst du noch. Ich sag meine Frau, wie das weißt du noch. Mal gucken. Du hast doch noch Leistungsreserve oder nicht? Jetzt ist sie falsch rum. Falsch rum, ja. Jetzt ist sie falsch rum. Ich glaub, kann nichts Otto, dazu, der Wind sein. Dreht das noch. Ja, ja. Otto, ah. Ja. Letzte Runde. Weggehen. Otto muss es Otto ist der Schlüsselmeister. Der Schlüsselmeister von Gosa. Steffen, du machst dich für die Grillmeister. Schön hier glänzend rot erwischt. Ja, klar. Moin, wie immer. Ich bin ja mittlerweile fester Bestandteil der Runde hier. Muss ich ja leider zugeben, aber ist halt so. Du machst hier heute lecker Steaks und Bratwurst. Genau. In der Dragons Cuisine Küche quasi. Aha. Alles da, was wir brauchen. Das ist der letzte Punkt bei Otto gewesen. Fahne ist gehisst, alles hängt hier. Mir ist auch gefallen, ihr habt ja alle verschiedenes Beinkleid an. Eine tragen lange Hosen, eine kurze. Aber bei dir fällt mir das ganz besonders auf. Du bist ja so eine kleine Rarität hier, ne? Was hast du denn da an? Ein traditioneller Kind. Der walisische Kilt. In die Farben, Originalfarben von Wales. Viele denken, die Farben sind rot-weiß-grün. Modernerweise stimmt das auch, das ist so. Aber vor einigen hundert Jahren war ein bisschen gelb dazwischen. Und das nennt man die Prince of Wales Farben. Und das ist eigentlich der traditionelle Kilt, dann mein Heimatland. Ja, Steve, und hier vorne hast du noch so eine Männerhandtasche. Was ist da denn drin? Ist keine Männerhandtasche, das nennt man Sporn. Früher war immer eine Flachmann drin. Wir kriegen aber heute genug zu trinken und deswegen könnte ich auf die Flachmann verzichten und die wichtigsten Sachen in dem reinpacken, nämlich Zigaretten, Handy und Schlüssel. Ja, sehr gut. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß und wir sehen uns gleich am Tisch. Wünsche alle ein schönes Schützenfest, ein frohes Schützenfest, wie immer und ich freue mich drauf. Danke. Du willst ja, nicht mit uns hier herzen. Live auf der Dragons Bank, ne? Neben mir so drei kleine Ikonen, ne? Und ich will einfach mal wissen, was haltet ihr oder was erwartet ihr vom Schützenfest? Einfach mal so in zwei, drei Sätzen. Ja, viel Spaß. Sonntag, Umzug und dann Zelt, Attacke. Ja, viel Spaß mit unseren Freunden, viel Spaß mit allen Rodenbergern und ja, Attacke. Spaß, Gemeinsamkeit und die Verbundenheit mit Rodenberg zu zeigen. Das ist das Schützenfest von Rodenberg. Mehr kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.